Ich habe ja gesagt, durch die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, ist die sehr dynamische Entwicklung aus Mitte März beherrschbar geworden. Durch die Maßnahmen. So, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt jetzt eben auch für das, was daraus folgt. Nämlich der Ansatz, der ja auch vereinbart worden ist am Mittwoch, schrittweise und vorsichtig eben in eine Rückkehr in eine neue Normalität sozusagen zu kommen. Bestimmte Maßnahmen wird es ja jetzt auf absehbare Zeit brauchen. Alltagsmasken sind gerade angesprochen worden in bestimmten Bereichen. Abstand halten, auch das ja jeden Tag wieder aufs Neue für jeden von uns zum Lernen, wie wir das am besten umsetzen und im Alltag dann auch miteinander durchtragen. Die Dinge bleiben. Und ich finde den Ansatz, den wir in Deutschland gemeinsam haben, zu sagen, wir machen schrittweise erste Lockerungen, schauen nach 2 Wochen, weil wir dann auch in der Entwicklung der Infektionszahlen einen ersten Eindruck haben. Da ist ja immer ein Zeitverzug drin. Was machen diese Maßnahmen mit dem Infektionsgeschehen und bewerten nach 2 Wochen neu und gehen dann möglicherweise einen nächsten Schritt. Dass das ein sehr, sehr vorsichtiger, ausbalancierter Ansatz in einer unsicheren Lage ist. Meine feste Überzeugung ist,